So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Pack Openings. Und ihr seht schon oben im Titel, heute ist die Chance so groß wie selten. Das war gutes Spielerziehen, denn heute öffnen wir nicht die 15, nicht die 25, nicht die 35K-Sets, sondern 6 50K-Sets plus 2 100K-Sets, Freunde. Der absolute Wahnsinn, richtig geile Sets, die momentan draußen sind, beziehungsweise jetzt dann kommen. Ihr seht's im Hintergrund, die 50K-Sets, da haben wir noch eine Stunde und 20 Minuten Zeit, uns dann in Aguero, einen Hazard, einen De Gea vielleicht noch mit rauszukloppen oder mal wieder einen Sanchez, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann kommen gegen 23 Uhr meine Zeit, also wenn die weg sind, kommen die 100K-Sets. Zwei Stück, Freunde. Werde ich auch noch aufnehmen und dachte mir, das ist es jetzt eigentlich nochmal wert. Ich wollte eigentlich kein Video mehr zum BPL-Tots mehr aufnehmen. Ich dachte mir, die letzte Folge, das war ein runder Abschluss. Das war perfekt. Und dann kündet EA sowas an, Freunde. Der absolute Wahnsinn. In dem Sinn, wenn es dir wieder gefällt, gerne den Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Das Feedback unter der letzten Folge war überragend, auch wenn einige von euch ein bisschen traurig waren, dass sie selbst nicht so viel Packluck hatten. Ich drücke euch trotzdem die Daumen, dass das was wird. Und dann ziehen wir einfach beide was Geiles, Freunde. Das hätte doch natürlich auch was. In dem Sinn, gucken wir uns aber vorher noch mal ein bisschen was an, denn ihr seht es da jetzt unten rechts, es gibt die sogenannten Heldenobjekte. Wir kennen sie mittlerweile, die lila Karten. Müller, der den HSV in der Fußball-Bundesliga Lies sozusagen geschossen hat, drinnen geschossen hat. Wie nennt man das, Freunde? Er hat ja nicht zum Aufstieg geschossen, zum Nicht-Abstieg hat das er geschossen, nennen wir es so. Eremenko von ZSKA Moskau, Hulk mit einer 85, Jonas noch von Benfica und Fernandao von, ich glaube, Bursaspor. Jungs, hoffentlich liege ich da nicht falsch. Könnte gut sein, dass ich mich da täusche. Und dann haben wir natürlich noch das Team of the Week Nummer 37 mit Cristiano Ronaldo als Hero, mit Guterres als Hero, der ja entlassen wurde, aber da wollen wir heute gar nicht drüber reden. Kagawa, Walcott, dann haben wir El Sharawi, dann haben wir Tosic, Kulu, Tremolinas, Adler und wie sie nicht alle heißen. Aber natürlich ist das Hauptaugenmerk auf diesen Jungs da unten. Aguero, Hazard, Sanchez und Co., sprich das BPL-Tots, Freunde. Und in dem Sinn gehen wir es jetzt an. Wenn du auch noch Coins brauchst, gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Ist ein Link zu meinem Partner golda.net. Dort kannst du dir gerne ein paar Coins holen. Und mit dem Code Schlappi bekommst du sogar noch 3% auf deine Bestellung. Und in dem Sinn, Freunde, gehen wir es an. 50K-Sets, schon lange keine mehr aufgemacht. Wir machen das erste mit der Nase auf und wir bleiben ruhig. Und wir schauen es uns an, verschließen nicht die Augen. Das hat dir zuletzt Glück gebracht. Und wir ziehen da mit Silber. Da könnte, ja, ich wollte gerade sagen, noch vielleicht ein guter mit versteckt sein. Problem ist echt, ne? David Silva, 87er Rating und der Mann, der geht für nix, für gar nichts. Das ist der absolute Wahnsinn. Immerhin mit Alex einen, den wir noch nicht hatten. Den Rest stoßen wir einfach mal ab. Da denke ich mal, werden wir keine Kohle für bekommen. So, nächstes Set, Freunde. Ich mache jetzt wieder die Augen zu. Die altbekannten Augen zu Packs. Wie gesagt, im letzten Part waren die unfassbar überragend und effektiv. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass sie heute wieder effektiv sind, Freunde. Meine Fresse. Man of the Matches sind leider keine mehr raus, aber wir ziehen. 3, 2, 1. Adrian, den ersten haben wir. Den ersten und vielleicht noch einen. Oh mein Gott. Richtig nice Adrian Keeper, vor allem auch einer, den wir noch nicht haben. Der Mann von West Ham United, der Spanier, der richtig gute Stats hat. Und der ein oder andere, habe ich mitbekommen, finde den sogar irgendwie geiler wie den De Gea Tots vom Spiel näher. Das ist doch schon mal nice. Haben wir sonst noch was gehabt? Busquets, Giroud, Muntari, Miranda, Schürrle. Können wir abstoßen, Freunde. Können wir abstoßen. Gehen wir rein ins nächste Set. Boah, irgendwie bringen die Augen zu Packs echt Glück. Ich mache nochmal die Augen zu. So, komm schon. Ich habe übrigens in der Aufnahme gesehen, da hat man meine Augen gar nicht gesehen, weil ich immer so schaue. Da meint man, ich schlafe. Deswegen schaue ich jetzt mal so. Vielleicht bringt es genauso viel Glück. Komm, Cristiano Ronaldo oder De Gea oder Aguero 94er. Ich fahre ja schon den 89er in Form. Wen haben wir? 3, 2, 1. Okay. Das Pack war, denke ich mal, beschissen. Ja, yep, so schaut's aus. Wen haben wir? Pepe, unser bester Mann. Piqué, Lavezzi, Paletta, Podolski. Ach du Heilige, das ist ja komplett für den Arsch. Da ist ja nicht mal wie vorher noch ein Silver drin, der zumindest vom Rating hoch ist. Na, das können wir erstmal abstoßen. Und öffne noch zwei Sets, Freunde. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Aguero oder Hazard oder sonst was. Oder Ronaldo Weidenfeller. Das Pack ist ja noch schlechter wie das gerade. Jungs, und das sollen 50K drin sein? Da ist kein einziger irgendwas wert. Kein einziger. Ich dachte erst, da ist Peace Check noch. Der wäre zumindest ein bisschen was mal wert. Aber so kompletter Totalausfall. Alles abstoßen. Und damit öffnen wir jetzt das letzte Pack. Ich mache nochmal die Augen zu. Das bringt irgendwie am meisten gefühlt. Letztes 50K-Set, Freunde. Und dann muss ich mich eine Stunde oder eineinhalb Stunden gedulden. Und dann geht's rein in die 100K-Sets. Aber jetzt erstmal volle Konzentration. Bitte, 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 Freunde. Das wäre überragend geil.
So, nochmal durchschnaufen. Wen haben wir? Ihr seht schon. Freunde, darf ich mich jetzt freuen gleich? 3, 2, 1. Ich darf mich scheinbar... Ah ja, wir haben Bendtner. Und Hintner. Otamendi. Ich darf mich nicht freuen. Wir haben Chiovinco. Den nehmen wir mal noch mit den Kollegen. Den Rest, den können wir abstoßen. Jungs, es tut mir so leid. Ich werde jetzt einen Bendtner abstoßen. Da flippen sie mal alle aus. Brödel haben wir noch. Der wechselt doch in die Premier League, wenn mich nicht alles täuscht. Aber halb so wild. Stoßen erstmal ab, von dem es sind leider Gottes keine 50k-Sets mehr da. Dann müssen wir uns jetzt eine knappe Stunde gedulden. Ich zumindest, komm, während wir labern, kann ich noch ein Set aufmachen. Eine knappe Stunde gedulden, dann kommen die 100k-Sets raus. 2 Stück werden wir da öffnen. Und dann hoffen wir, dass wir da mehr Glück haben als in diesem 15k-Set, Freunde. Bis gleich. So, Freunde, ihr seht es im Hintergrund. Jetzt ist es soweit. Jetzt zählt's. 2 100k-Sets werden wir nun also öffnen und die müssen jetzt unbedingt Glück bringen. 50k-Sets, naja, wir hatten Adrian, aber in 6 50k-Sets kann man doch so ein bisschen mehr erwarten. Von dem her, Nosepack, Augen zu, 100.000 Coins auf den Putz gehauen, Freunde. So, bringt's uns einen geilen Aguero, Cristiano Ronaldo oder ich weiß es nicht. Wir werden sehen, Freunde. Ich öffne die Augen. In 3, 2, 1, nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt sag nicht. Jungs, oh mein Gott. Wir haben keinen einzigen, oder? Der irgendwas wert ist. Wir haben... Hünteler ist der Beste mit einer 84. Alle nichts wert. Ach du Heilige. Okay, das Set ist komplett, Freunde. So wie es da ist, stoßen wir es ab. Quatschen wir nicht allzu lange drum rum. Letztes Pack der heutigen Folge. Wieder 100.000 Coins. Die letzte Chance auf einen BPL-Tots oder auf das Team of the Week Nummer 37. Das letzte Pack für dieses geile Team of the Week und für dieses geile BPL-Tots. Danach kommt wahrscheinlich die Bundesliga. Heute hier Mittwoch, wenn es ihr seht. Ist noch nicht ganz raus, aber wahrscheinlich schon, Freunde. Ich würde sagen, lasst uns die Daumen drücken. Letzte Chance auf Cristiano Ronaldo, auf Aguero, auf Hazard. Und wir öffnen die Augen in 3, 2, 1, jetzt. Wir haben einen Hero, Fernandão von Bursaspor. Oder war es jetzt Bursaspor? Da haben wir vorhin drüber geredet. Ja, von Bursaspor. Ist noch hinten ein guter drin. Sanchez Tots Duplikat. Henderson. Okay, okay. Ich war gerade noch im Teamspeak mit den Jungs, Freunde. Und ich habe gesagt, ich will zumindest 2 geile Spieler in einem Set haben. Geil sind sie nicht wirklich, aber es sind 2 besondere. Also, Fernandão, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit den Kollegen in Hero. Da habe ich vorhin noch irgendeinen gezogen, als ich privat noch ein paar aufgemacht habe. Und ganz hinten immerhin noch Henderson, der Mann. Geht für 108 bis 420k, weiß gar nicht. Der wird wahrscheinlich, ja, nicht wirklich weggehen, Freunde. Aber ein Blauer ist ein Blauer, den nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Sabaleta ist sonst noch drin. Den Rest können wir erstmal soweit abstoßen. Und damit war es das mit den Packs zum BPL Team of the Season. Heute Abend gibt es einen Livestream. Da kommt noch eine Ankündigung. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich sehr drüber freuen, Freunde. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit bin ich erstmal raus. Macht's gut, 100k-Packs. Naja, waren sie bei euch besser? Vielleicht hatte ich diesmal kein Glück, aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und damit bin ich raus. Macht's gut, bis dahin, euer Badeschlappen und ciao.